Die letzten Meter sind die schlimmsten, aber ich gebe noch einmal alles. Obwohl die Muskeln schmerzen, befehle ich meinen Beinen, schneller zu laufen. Schneller und immer schneller. Die Umgebung huscht an mir vorbei, verschwimmt zu einem undeutlichen Schleier, während ich nur Augen für den Baum direkt vor mir habe. Noch 5 Meter, 4, 3. Ich strecke die Hand aus und schlage gegen den Stamm. Erster, keuche ich und drehe mich um. Tristan ist bereits hinter mir und hat seine Hand ebenfalls gehoben, um den Baumstamm, der seit jeher die Zielmarkierung unserer Wettrennen ist, zu berühren. Ich lehne mich mit dem Rücken gegen die Rinde und schaue zu dem jungen Mann vor mir auf, während er die Hand neben meinem Gesicht abstützt. Mit einem schelmischen Grinsen erwidert er meinen Blick und ein aufgeregtes Flattern breitet sich in meinem Bauch aus. Das passiert mir in letzter Zeit häufiger in Tristans Gegenwart. Anfangs fand ich es seltsam, aber mittlerweile freue ich mich auf dieses unbekannte Gefühl. Wir japsen beide nach Luft. Schweiß rinnt unsere Schläfen hinab. Meine Muskeln brennen und pulsieren nach der Anstrengung. Aber trotzdem fühle ich mich glücklich. Du hast mich schon wieder besiegt, Prinzessin, rummelt Tristan, lächelt dabei aber. Ich liebe diesen Spitznamen. Seit wir als Kinder den Geschichten meiner Großmutter über verlorene Welten, tapfere Ritter und geraubte Jungfrauen gelauscht haben, bin ich seine Prinzessin und er ist mein Prinz. Koseworte, ausgesucht von Kindern, die ihre wahre Bedeutung nie erfasst haben. Und jetzt, da wir sie begreifen, sind sie so fest in uns verankert, dass wir sie nicht mehr loslassen wollen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass du mal Erster warst, necke ich ihn. Das muss Jahre her sein. Er greift mit der Linken nach dem Ende meines geflochtenen Zopfes und zieht spielerisch daran. Werd bloß nicht frech. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es erst vor ein paar Wochen war, als ich dich zuletzt überholt habe. Du solltest dich weniger auf dein Waffentraining konzentrieren, sage ich. Letztendlich wird dir deine Schnelligkeit das Leben retten, wenn du da draußen auf einen von denen triffst. Mit einem Stirnrunzeln schüttelt er den Kopf. Es wird noch eine Weile dauern, bis sie mir erlauben, auf Streifzüge zu gehen. Bis dahin habe ich genug Zeit, um weiter mit dir zu üben. Aber es ist eine Verschwendung, dass sie dir nicht erlauben, ebenfalls eine Waffe zu führen. Ich schlage die Augen nieder. Das ist ein Thema, mit dem ich schon fast mein ganzes Leben hadere. Ich bin schneller und wendiger als die Jungen in meinem Alter. Und auch im Nahkampf könnte ich die meisten von ihnen mühelos besiegen. Trotzdem werde ich nie eine Rüstung oder Waffe bekommen, werde nie den roten Mantel anlegen dürfen, um die Stadt und unsere Siedlung vor den Stadtmauern zu verteidigen. Du weißt, warum ich nicht kämpfen darf, sage ich, ohne aufzublicken. Ich bin ein Mädchen. Tristan schweigt einige Herzschläge lang, bevor er murmelt. Ja, das ist nicht zu übersehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn falsch verstanden habe und schaue nach oben. Sein Blick hat einen seltsamen Ausdruck angenommen, der ein wohliges Kribbeln meinen Rücken hinunterschickt. Tristan ist ein Jahr älter als ich, aber ich kenne ihn schon, seit ich denken kann. Da mein älterer Bruder gestorben ist, als ich noch klein war, bin ich als Dreikäsehoch immer Tristan hinterhergetapst. Und weil er selbst keine Geschwister hat, nahm er mich unter seine Fittiche. Man sah uns nur gemeinsam, Tristan und Scarlett. Wo der eine war, konnte der andere nicht weit sein. Wir wuchsen zusammen auf, heckten gemeinsam Streiche aus und lernten zur selben Zeit die Gebräuche unseres Volkes kennen. Er war mein Bruder. Und ich war seine Schwester. Zumindest war das bis vor kurzem noch der Fall. Wenn ich ihn heute anschaue, sehe ich so vieles, was mir eigentlich vertraut sein sollte, aber gleichzeitig neu ist. Die Farbe seiner Augen zum Beispiel. Ein helles Violett, das mich an blühenden Flieder erinnert. Vor einem Jahr wäre ich nie auf solche Vergleiche gekommen. Doch jetzt ertappe ich mich immer häufiger dabei, wie ich alltägliche Dinge sehe und an Tristan denken muss. Als ich gestern in der Hütte meiner Großmutter, der ältesten unseres Clans, war, habe ich sie dabei beobachtet, wie sie etwas mit einem ihrer seltenen Kohlestifte auf ein Pergament geschrieben hat. Die Zeichen, die der Stift auf dem Untergrund malte, ließen mich hingegen an meine Haarfarbe denken. Auf den ersten Blick erscheinen sie schwarz,
Doch wenn die Sonne darauf scheint, erkennt man dunkelbraune Strähnen. Heute Morgen, als ich in den Himmel schaute, erinnerte mich die Farbe der Wolken, die gerade von der aufgehenden Sonne berührt wurden, an das goldene Schimmern von Tristans Haaren. Jetzt hängen ihm einzelne feuchte Strähnen bis in die Augen, und meine Fingerspitzen kribbeln vor Verlangen, sie ihm aus der Stirn zu streichen. Auch dieses Gefühl ist völlig neu. Tristan ist mir so nah, dass ich seinen unregelmäßigen, aber warmen Atem auf dem Gesicht spüren kann. Sein vertrauter Geruch nach Leder und Holz wird von Schweiß und etwas anderem, was ich nicht zuordnen kann, überdeckt. Ich atme tief ein und wünsche mir, dass er immer so riechen würde. Wir sollten zurückgehen, sage ich, um mich selbst von dem Chaos in meinem Inneren abzulenken. Sie haben mittlerweile bestimmt bemerkt, dass wir verschwunden sind. Statt meiner Aufforderung nachzukommen, stemmt Tristan die andere Hand ebenfalls gegen den Baumstamm. Ich bin zwischen seinen Armen gefangen. Mit wild klopfendem Herzen schaue ich wieder zu ihm auf und das Funkeln in seinen Augen lässt mich nach Luft schnappen. Der Clan weiß, wo wir sind, sagt er. Seine Stimme klingt kratzig und ungewohnt, aber es gefällt mir. Keine Ahnung, wieso. Scarlett, ich muss etwas mit dir besprechen. Mir wird ganz mulmig zumute, doch ich nicke, trotz des warnenden Kribbelns in meinem Bauch. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich es sagen soll, murmelt er und stößt den Atem aus. Ohne mich auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, wiegt er sich mit dem Oberkörper auf mich zu und lehnt die Stirn gegen meine. Ich bin so überrascht darüber, dass ich vergesse zu atmen. Sein Blick hält meinen gefangen, während seine Nasenspitze an meiner entlang streicht. Sag mir, dass ich aufhören soll, wispert er so nah an meinen Lippen, dass ich glaube, die Bewegung seines Mundes spüren zu können. Sag mir, dass es eine blöde Idee ist. Es ist eine blöde Idee, Prinz, antworte ich ebenso leise. Er zögert, will sich wieder zurückziehen, doch ich erwidere schnell, das heißt aber nicht, dass du aufhören sollst. Er löst eine Hand vom Baumstamm und legt sie an meine Wange. Seine Handfläche ist warm und die Berührung lässt einen wohligen Schauer durch meinen Körper rauschen. Wann hast du aufgehört, meine kleine Prinzessin zu sein? Fragt er, bevor er mit den Lippen über meine streift. Zögerlich, unsicher, fragend und doch stark genug, um die Haut, die er berührt hat, kribbeln zu lassen. Ich will ihm antworten, dass ich mich nicht verändert habe, dass ich noch immer die Scarlett bin, die er schon sein ganzes Leben lang kennt. Aber kein Wort kommt aus meinem Mund. Viel zu gespannt warte ich darauf, seine Lippen erneut zu spüren. Ein Rascheln im Gebüsch neben uns lässt uns jedoch auseinanderschrecken. Schnell mache ich einen Schritt zur Seite, um eine Armlänge Abstand zwischen uns zu bringen, wie es von den Gesetzen unseres Clans gefordert wird. Es ist Cedric, ein Junge in Tristans Alter, der plötzlich vor uns steht. Mein Herz schlägt bis zum Hals, als er uns mit hochgezogenen Augenbrauen mustert. Es macht mir Angst. Wie viel hat er gesehen? Kurz schiele ich zur Seite, wo Tristan scheinbar ungerührt mit verschränkten Armen an den Baumstamm gelehnt steht, und Cedrics Blick mit einer Mischung aus Geringschätzung und Missmut begegnet. »Ich habe mir gedacht, dass ich dich hier finde, Tristan«, sagt Cedric, bevor er wieder zu mir schaut. »Spielst wohl wieder mit kleinen Mädchen, was?« Ich stucke den Ärger über seine Bemerkung hinunter und senke den Blick, wie es von mir erwartet wird. Obwohl ich gegen den pummeligen Cedric während der Trainingseinheiten immer gewonnen habe, gibt es nichts, was ich ihm jetzt entgegensetzen dürfte, dass ich überhaupt mit ihnen trainieren und zumindest das Grundtraining absolvieren darf, grenzt an ein Wunder und ist nur meiner Großmutter zu verdanken, die nach dem Tod meines Bruders darauf bestanden hat, dass ein Nachkomme aus ihrer Blutlinie im Kampf gegen die Gefahren dieser Welt unterwiesen wird. Ich gehöre zu den Besten. Das bedeutet aber nicht, dass mir die Gleichaltrigen mit Respekt begegnen. Er ist das Gegenteil der Fall. Trotz meines Könnens darf ich nur an Verteidigungs- und Ausdauertraining teilnehmen. Es ist mir unter Strafe verboten, eine größere Waffe als einen Dolch in die Hand zu nehmen, obwohl ich mir sicher bin, dass ich besser damit umgehen könnte als die meisten Gleichaltrigen. Cedric ist seit jeher ein Idiot. Sein Spott trifft mich dennoch. Ich bin kein kleines Mädchen, sondern eine junge Frau, wie mir jeden Tag mehr und mehr bewusst wird. Ich versuche, die Veränderungen zu verstecken und die neuen Gedanken, die mir vor allem in Tristans Gegenwart in den Sinn kommen, zu verdrängen, aber es gelingt mir nicht immer. »Wir haben trainiert, Cedric«, stellt Tristan in einem Tonfall klar, der keinen Widerspruch duldet.
Etwas, worauf du dich auch öfter konzentrieren solltest, wenn du nicht während deines ersten Einsatzes krepieren willst. Cedric verzieht angewidert den Mund, wagt aber nicht zu widersprechen. Wahrscheinlich, weil Tristan der Sohn unseres neuen Häuptlings und dessen Nachfolger ist. Und Cedric war schon immer darum bemüht, sich möglichst viele Vorteile zu sichern. Eine Unart, die er sich von seinem Vater abgeschaut haben muss. Ich verstehe einfach nicht, warum du deine Zeit mit ihr verschwindest. Mit der Hand macht er eine abwertende Geste in meine Richtung. In 2 Jahren ist sie eh verschwunden. Tristans rechte Hand, die auf seinem Arm liegt, ballt sich zur Faust. Das hat dich nicht zu interessieren. Warum bist du überhaupt hier? Dein Vater schickt mich, antwortet Cedric. Er will, dass du sofort zu ihm kommst. Einen Moment lang zögert Tristan und wirft mir einen kurzen Blick zu. Dann stößt er sich vom Baumstamm ab und gibt Cedric mit einem Kopfnicken zu verstehen, dass er vorausgehen soll. Ich bleibe, wo ich bin, schaue Cedric hinterher, als er im Unterholz verschwindet, und stelle mir vor, wie ich ihm den Dolch, den ich an der Hüfte trage, hinterherwerfe. Der Kerl ist ein aufgeblasener Wichtigtuer, der heiße Luft versprüht, wenn er nur den Mund aufmacht. Niemand würde ihn vermissen, da bin ich mir sicher. Und nachdem er uns unterbrochen hat, spüre ich den unbändigen Drang, ihn dafür büßen zu lassen. Ehe ich mein Vorhaben in die Tat umsetzen kann, streift Tristan meine Hand im Vorbeigehen mit den Fingern und schenkt mir ein kleines Lächeln. Augenblicklich verpufft meine Wut und ich lächle zurück. Ich lasse ihm und Cedric ein wenig Vorsprung, bevor ich mich auch auf den Rückweg zur Siedlung mache. Bei jedem Schritt meine ich, Tristans Lippen auf meinen spüren zu können. Und das hebt meine Laune merklich. Ob er mich noch einmal geküsst hätte, wenn Cedric nicht aufgetaucht wäre? Gleichzeitig beschwingt und verwirrt laufe ich durch das Tor und nicke den beiden Wachen zu. Der Wall aus hölzernen, etwa 3 Meter hohen Palisaden, der unsere komplette Siedlung umgibt, ist unsere einzige Schutzvorrichtung vor den Gefahren, die draußen im Wald auf uns lauern. Doch bis hierher trauen sie sich so gut wie nie. Die Siedlung unseres Clans liegt zu nah an einer der letzten befestigten Städte und wird dementsprechend gut bewacht. Niemand kommt ungesehen an uns vorbei. Wir sind eines der letzten Bollwerke im Kampf gegen die Bedrohung. Wir sind eines der letzten Bollwerke im Kampf gegen die Bedrohung, die jenseits unserer Grenzen in den dichten Wäldern lauert. Seit über 100 Jahren machen wir unsere Sache gut und beschützen die Bewohner der Stadt. Man erzählt sich, dass es außer unserer nur noch 2 weitere befestigte Städte da draußen geben soll, in denen Menschen leben und der Gefahr trotzen. Als mein Vater noch der Clanführer war, erhielt er in unregelmäßigen Abständen Briefe aus weit entfernten Orten und machte sich einmal im Jahr zu einem Treffen mit anderen Clanführern auf. Ich hingegen war nie weiter als 1 Stunde von unserer Siedlung entfernt und kenne die Welt hinter den dichten Wäldern, die unser Dorf umgeben, nur aus den Märchen meiner Großmutter. Ich schlendere über die ausgetretenen Wege und lasse den Blick zu den niedrigen Hütten schweifen, die unser Zuhause sind. Es ist ruhig, wie immer. Und ich begegne kaum einer Menschenseele auf meinem Weg durchs Dorf. Die Wächter sind draußen und patrouillieren an unseren Grenzen. Andere Frauen oder gar Kinder gibt es hier nicht. Neben Großmutter bin ich das einzige weibliche Wesen, das hier lebt. Unsere Hütte steht im hinteren Bereich der Siedlung, nahe an den Palisaden. Dunkler Rauch steigt aus dem Schornstein auf. Seufzend öffne ich die Holztür, die mit einem lauten Knarren aufschwingt, und wappne mich gegen den beißenden Geruch, den Großmutters Tinkturen versprühen und der mir in den Augen brennt. »Ach, da bist du ja endlich«, begrüßt sie mich murrend, ohne von dem Kessel aufzublicken, in dem eine undefinierbare Brühe köchelt. »Hoffentlich ist es nicht unser heutiges Abendessen.« An ihrer gebeugten Gestalt sind die Lebensjahre nicht spurlos vorübergegangen. Dennoch liegt in ihrer Haltung und der Erscheinung eine Würde, die nahezu jeden im Dorf vor Ehrfurcht den Blick sinken lässt. »Ich dachte schon, du wirst deine heutige Lektion schwänzen.« »Nie im Leben«, sage ich schnell, auch wenn es eine Lüge ist. Ich würde fast alles dafür tun, um nicht Großmutters sterbenslangweiligen Vorträgen über heimische Pflanzen und deren Heilwirkung lauschen zu müssen. Doch das ist mein Schicksal, wenn ich hier im Dorf bleiben will. Ansonsten blüht mir das, was Cedric vorhin angesprochen hat. Ich muss weg, in die Stadt, um einen noch schlimmeren Schicksal ins Auge zu sehen. »Bring mir ein paar Blätter des Nachtkrauts«, weist Großmutter mich an und deutet mit dem knurrigen Zeigefinger in Richtung ihrer Regale. Ich gehorche und finde das gewünschte Kraut auf Anhieb. Seine dunkelblaue Farbe und die gezackten Blätter sind unverkennbar. Als ich ihr die Blätter reiche, fragt sie,
Wofür wird Nachtkraut verwendet? Es hilft, Fieber zu senken, wenn es nicht zu hoch ist, und kann bei ausreichender Dosierung einen Patienten in Schlaf versetzen, damit er die Behandlung oder seine Verletzung nicht spüren muss, leiere ich monoton herunter. Außerdem stoppt es Blutungen und hilft, offene Wunden zu reinigen. Aber, hakt Großmutter nach. Aber die Dosierung ist nicht einfach, antworte ich gehorsam. Wird es als Tinktur verabreicht, können ein paar Tropfen zu viel über Leben oder Tod entscheiden. Wie kann es noch verabreicht werden? Zerstoßen als Pulver, dann als Tee aufgebrüht oder mit Fett verrieben als eine Paste, die direkt auf die Verletzung aufgetragen werden kann. Sehr gut, murmelt sie und nimmt die Blätter entgegen, um sie in den Kessel zu werfen. Wo hast du dich wieder rumgetrieben? Ich verdrehe hinter ihrem Rücken die Augen. Ich treibe mich nirgends herum, murre ich. Ich war am Waldrand und habe mit Tristan trainiert. Großmutter schnalzt mit der Zunge, ehe sie den Kopf schüttelt. Hast du dir den Jungen noch immer nicht aus dem Kopf geschlagen? Du bist nicht mehr die Tochter des Clanführers. Dein Vater ist tot, ebenso wie dein älterer Bruder. Die Göttin möge ihren Seelen gnädig sein. Du hast keinen Sonderstatus mehr in diesem Dorf. Ich weiß, presse ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Kannst ihn nicht haben, das weißt du hoffentlich auch, fährt sie unerbittlich fort. Du kennst die Wahl, die du hast. Ich wende mich ab und gebe mir die größte Mühe, meinen Ärger hinunterzuschlucken. Doch es will mir nicht gelingen. Dieses Gespräch führen wir nicht zum ersten Mal. Seit sie mitbekommen hat, dass ich mehr für Tristan empfinde, als ich sollte, liegt sie mir damit in den Ohren. Keiner weiß von meinen Gefühlen für ihn. Bis vorhin wusste ich es ja nicht einmal selbst. Wie es Großmutter herausbekommen hat, ist mir ein Rätsel. Sie schaute mir eines Tages, nachdem ich wieder vom Training mit Tristan zurückkam, prüfend ins Gesicht, während sich ihre Augen zu Schlitzen verengten, und sagte, ich solle noch nicht einmal daran denken, mehr für ihn zu empfinden als für einen Freund aus Kindheitstagen. Ansonsten würde es mir nur das Herz brechen. Denn Tristan ist der Sohn unseres Clanführers und damit unerreichbar für mich. Ich stamme zwar aus dem Dorf, aber ein Nachfolger wird nie mit einem einfachen Mädchen wie mir verheiratet werden. Ich solle ihn mir sofort aus dem Kopf schlagen und ja nicht auf die Idee kommen, meinen Gedanken Taten folgen zu lassen. Was auch immer sie damit meinte. Damals tat ich ihre Worte als übertriebene Fürsorge ab. Schließlich war ich mir sicher, dass sich Tristan nicht für mich interessieren würde und in mir nicht mehr sah als seine kleine Schwester. Der heutige Tag allerdings belehrte mich eines Besseren. Großmutter hat recht. Ich kenne die Wahl, die ich habe. Und Tristan kommt darin nicht vor. Ich kann entweder so werden wie sie, eine Unberührbare, die Schamanin unseres Clans, die Heilerin und Seherin, die von jedem geachtet, aber auch gemieden wird, in der es verboten ist, einen Mann oder gar eine Familie zu haben. Oder ich teile das Schicksal aller anderen Frauen und lebe in der Stadt, wo ich in regelmäßigen Abständen ein Kind nach dem anderen gebären muss, damit die Menschheit überlebt. Ja, meine Aussichten sind alles andere als rosig, und in keiner von ihnen kommt auch nur der Hauch von Liebe oder Romantik vor, von denen ich in den unzähligen Geschichten und Märchen gehört habe. Ich wende mich wieder zu der alten Frau im Kessel um. Sie ist nicht meine richtige Großmutter, auch wenn wir blutsverwandt sind. Sie ist die Tante meines Vaters und wurde schon von klein auf ihr Leben als Unberührbare vorbereitet. Ich habe noch nie gehört, dass sie sich über ihr Schicksal beklagt hätte, aber andererseits macht sie auch keinen glücklichen Eindruck auf mich. Es gibt noch einen weiteren Weg für mich, sage ich, während ich die Hände zu Fäusten balle. Du hast darauf bestanden, dass einer aus der Blutlinie als Wächter ausgebildet wird. Ich kann kämpfen! Ich bin besser als die Jungen in meinem Alter. Ich kann. Großmutter fängt an zu lachen. Du kannst keine Wächterin werden, Scarlett. Es gibt keine weiblichen Wächter. Aber warum? Frage ich. Ich würde da draußen länger überleben und mehr von denen töten als Cedric oder Mortimer. Ich könnte. Und was dann? Unterbricht sie mich. Glaubst du wirklich, dass unsere Wächter eine Frau in ihrer Mitte willkommen heißen würden? Es ist unerheblich, für wie gut du dich hältst. Sei lieber froh, dass ich dich vor die Wahl stelle, meine Nachfolgerin zu werden. Andere Mädchen würden für diese Option töten. Ich will aber keine Unberührbare werden, zische ich. Großmutter zuckt ungerührt mit den Schultern. Dann gehst du eben in die Stadt, sobald du 18 wirst, und verlässt sie für den Rest deines Lebens nicht mehr. Ich kenne die Geschichten, die man sich über die Städte erzählt.
Zwar war ich selbst noch nie dort, aber es soll kein Ort sein, an dem man für den Rest seines Lebens bleiben möchte. Ich habe die Männer des Dorfes belauscht, die regelmäßig in der Stadt ihre Frauen und Töchter besuchen oder dort auf Brautschau sind. Sie sprachen von Gebäuden, so hoch wie Bäume, von befestigten Straßen und Lichtern, die nicht aus Feuer bestehen, aber trotzdem die ganze Nacht brennen. Die letzten Städte sind eine Zuflucht, ein unüberwindbarer Schutz vor den Gefahren, die nachts in den Wäldern lauern. Aber kein Mädchen und keine Frau betritt die Stadt und kommt von dort zurück. Bis auf Großmutter. Sie besucht die Stadt regelmäßig, um die Bewohner medizinisch zu versorgen. Es gibt zwar auch in den Städten Heiler und Unberührbare, dennoch genießt Großmutter einen gewissen Ruf, vor allem unter den Frauen der Männer unseres Clans. Sie bezahlen viel dafür, dass Großmutter nach ihnen sieht. Um was es sich bei ihren Krankheiten handelt, weiß ich jedoch nicht. Und ich will es auch nicht herausfinden. Das Leben in der Stadt ist nichts, was ich mir für mich vorstellen kann. Eingesperrt hinter Mauern. Warum hast du mich ausbilden lassen? Frage ich so ruhig wie möglich. Du hast darauf bestanden, dass ich am Wächtertraining teilnehmen darf, was sonst nur dem männlichen Nachkommen vorbehalten ist. Es war nicht einfach, diese verbohrten Knacker davon zu überzeugen, murmelt Großmutter. Damals dachte ich, dass der Respekt, den sie deinem Vater entgegengebracht haben, stark genug gewesen wäre, um dich zu verschonen. Verschonen? Wiederhole ich. Verschonen wovor? Der Blick aus ihren durchdringenden blauen Augen schweift an meinem Körper entlang. Du wirst sie nicht ewig täuschen können. Die weite Kleidung, die du trägst, und die Leinenstreifen, die du dir jeden Morgen um die Brust schnürst, werden nicht mehr lange verbergen können, dass dein Körper sich verändert. Das Gespräch mit Tristan kommt mir in den Sinn. Er sagte, es sei nicht zu übersehen, dass ich eine junge Frau sei, und sah mich dabei so seltsam an. Frauen gehören in die Städte, das weißt du, reißt Großmutter mich barsch aus meinen Gedanken. Aber es gibt Siedlungen, in denen auch Frauen leben, halte ich dagegen. Ja, weil sie zu weit von der Stadt entfernt liegen und die Männer nicht mehr regelmäßigen. Sie verstummt abrupt und murmelt etwas, das ich nicht verstehen kann. Wie dem auch sei, es gilt nicht für unsere Siedlung. Unsere Frauen müssen in die Stadt. Das betrifft auch dich, jetzt da dein Vater nicht mehr der Clanführer ist. Wäre er noch am Leben, wärst du an einen anderen Clanführer verheiratet worden und im Schicksal, das nun auf dich wartet, vielleicht in Gang. Sie zuckt mit den Schultern. Wobei es im Grunde ein und dasselbe ist. Ob du nun in der Stadt oder dem Dorf eines anderen Clans eingesperrt wärst, macht keinen Unterschied. Hast du deshalb durchgesetzt, dass ich am Training teilnehmen darf? Frage ich. Was ist so schlimm an den Städten? Ich kenne nur Gerüchte, aber nichts Genaues. Erneut huscht ihr Blick zu mir und ihre Augen glänzen kalt. Die Stadt an sich ist nicht schlimm, sondern das Leben, das du dort führen müsstest. Ich werde dich morgen mit nach Darth in die Stadt nehmen. Lobrida, Cedrics Mutter, hat nach mir verlangt. Was will sie von dir? Das, was sie alle wollen. Meine Hilfe. Ist sie krank? Großmutter schüttelt den Kopf. Nein, aber ohne meine Hilfe könnte sie sterben. Die Heiler in Darth sind kopflosen Narren, die Leiden einer Frau nicht richtig kurieren können. Und die Unberührbaren, die dort leben, sind so überlastet, dass sie nicht alle behandeln können. Sie wendet sich wieder dem Kessel zu und rührt weiter darin herum. Wir brechen morgen sehr früh auf. Du solltest zeitig zu Bett gehen. Ich wage nicht zu widersprechen. Einerseits graut es mir davor, in die Stadt zu gehen. Doch andererseits will ich wissen, was dort vor sich geht. Woher stammen die Gerüchte? Und warum kommen die Frauen, die da leben, nie zurück? Ich murmele Gute Nacht und steige die Leiter nach oben in den ersten Stock, in dem sich mein Zimmer befindet.